Es gab nicht wenige Leute, die damit gerechnet haben, dass die Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors in der ersten Runde der NBA Playoffs große Probleme bekommen würden, unter anderem ich. Ein paar haben sogar vorhergesagt, dass Toronto die Serie gewinnen wird. Die Fragen nach Hardens Form, ob Embiid dauerhaft mal gesund bleiben kann oder dem Coaching-Duell waren Gründe, warum wenige damit gerechnet haben, dass das ja ein Blowout für die Sixers wird. Nun, nach den ersten beiden Spielen sieht es überhaupt nicht danach aus. Philly dominierte beide Partien vor heimischer Kulisse. Toronto sah komplett überfordert aus. Die Sixers haben ein Netrating von plus 20 bisher, das höchste aller NBA-Teams. Und nachdem man heute Nacht erneut überhaupt gar keine Probleme mit den Dinos aus dem Norden hatte, habe ich mir gedacht, warum nicht mal eine Analyse über diese dominant aussehende Offense der Sixers aus den ersten beiden Spielen. Denn bisher hat man ein 135er Offensivrating, welches noch deutlich höher wäre, hätte man nicht nach dem dritten Viertel heute Nacht mehr oder weniger aufgehört, Basketball zu spielen. Embiid ist viel zu viel, Maxey tritt richtig auf, Harris hat einen echten Impact, Danny Green kann anscheinend immer noch danken, gehen wir doch mal ein bisschen genauer rein ins Tape. An der Stelle noch der Hinweis, die Road to 30K läuft immer noch, jetzt wäre also der perfekte Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Die erste Sache, die einem sofort auffällt, ist, wie unaufhaltsam die Sixers in der Transition sind, wenn das Spiel schnell ist und wie sie bei jeder Gelegenheit aufs Tempo drücken. Das haben sie insbesondere ihren beiden Guards zu verdanken, Harden und Maxey, gebt euch mal den Pass hier von James. Beide wissen natürlich ganz genau, dass die eigenen Stärken im Open Court viel besser zur Geltung kommen, dass dort die hochprozentigsten Abschlüsse erreicht werden und dass die Raptors da viel anfälliger sind, als wenn sich ihre Verteidigung im Halbfeld erst einmal organisiert hat. Insbesondere Tyrese Maxey blüht als einer der schnellsten und explosivsten Spieler der NBA dort natürlich komplett auf, reboundet oder klaut er sich den Ball und gibt Gas, dann kommt niemand hinterher und diese Körperkontrolle sowie der softe Touch bei diesem hohen Tempo sind beeindruckend. 28,5 Fastbreak-Punkte als Team pro 100 Possession sind crazy viel, auf Platz 2 in diesen Playoffs stehen die Celtics mit 21,4, natürlich gerade jetzt wichtig zu sagen, dass es sich noch um eine super kleine Sample-Size handelt. Aber gehen wir doch mal hin zum Halbfeld-Basketball der Sixers und eine Sache, die eigentlich nicht so wirklich überraschend war, ist, dass Joel Embiid machen kann, was er möchte, weil es niemanden bei den Raptors gibt, der ihn auch nur ansatzweise verteidigen kann. Er ist größer als du, stärker als du und verteidigst du ihn alleine, dann frisst er dich auf. Joel kam auf effiziente 31 Punkte in Spiel 2, traf seine Jumper, dominierte wie in Spiel 1 die Bretter und kam nach Belieben an die Freiwurflinie, weil, wie es sich hier schon andeutet, die Raptors sich nur durch Fouls zu helfen wussten. Embiid ist der mit Abstand größte und schwerste Spieler auf dem Parkett und es wirkt bisher schon teilweise so, als ob da ein ausgewachsener Mann gegen kleine Kinder spielt, die nicht den Hauch einer Chance haben. Hier stiehlt er seinen Defender früh im Angriff, Harden muss sich keine Sorgen machen, dass jemand das Anspiel abfängt und fängt Embiid erstmal so tief den Ball, dann gibt es nichts mehr, was da irgendjemand dagegen machen kann. Der Big Man erzwingt nichts, er nimmt zu einem überwiegenden Teil nur effiziente, gute Looks, teilweise selber kreiert, teilweise aufgelegt, ein gesunder Mix und weil er eben so absurd gut ist, trifft er auch die wenigen richtig schwierigen wie diesen Fadeaway-Dreier. Embiid erinnert offensiv immer mehr an jemanden wie Kevin Durant, ein großer Spieler mit Ballhandling-Skills, der einfach über jeden drüber wirft und alles extrem mühelos aussehen lässt. Und dann bringt er ihm auch noch die fundamentalen Skills mit, wie die cleane Fußarbeit, der beste Center der NBA, ballt mal so richtig in den ersten beiden Games. Dieses Embiid-Mismatch hat dann zur Folge, dass die Raptors die Zone entsprechend versuchen dicht zu machen, mit eigenen Spielern vollzuladen, was im Umkehrschluss aber den Sixers bisher extrem in die Karten spielt. Hier sieht man schön diese Roll Gravity von Embiid, gebt euch mal, wie frei die Raptors die beiden Sixers Shooter auf den jeweiligen Seiten lassen, es entstehen so oft offene Dreier aus den Ecken. Oder auch hier bei einem Embiid Post-Up, der zweite Defender muss zwangsweise kommen und der Sixers Center ist mittlerweile so gut, dass er das eben auch sofort bestraft. Hier ist es Hardens Gravity als Driver, Embiids als Roller und die Gefahr eines Extra-Cuts von Thibel und schon wieder kommt einer der Scharfschützen zu einem komplett offenen Look. Help Defender von vornherein sehr weit rein in die Mitte ziehen zu lassen, um die Zone zuzumauern, stellt sich bisher nicht als die beste Idee heraus, das Problem ist aber, wo ist die Alternative, welche Wahl hat Nick Nurse? Er kann nicht einfach Rudy Gobert anrufen und dieser spielt dann im nächsten Game auf der 5 für die Raptors. Wenn sie die Zone nicht zumauern, dann kann Embiid machen, was er möchte, hier zum Beispiel, Siakam muss vor ihm bleiben und wenn OG Anunoby eben nicht reinkommt, dann gibt es statt einem offenen Dreier eben einen komplett offenen Korbleger. Und das Ganze würde noch mehr Driving-Chancen für den zweitbesten Sixers-Spieler in der bisherigen Serie öffnen, und zwar Tyrese Maxey. 38 Punkte in Spiel 1, 22 in Spiel 2, der perfekte Mix zwischen Transition-Basketball, Drives und Würfen, Maxey spielt absolut überragend.
Sein Trend in dieser Saison setzt sich gnadenlos fort und der junge Guard scheint noch einmal eine Schippe draufgelegt zu haben. Immer wieder durchbricht er die Raptors Defense, nichts und niemand kann ihn momentan vor sich halten. Sein derzeitiges Selbstvertrauen ist komplett absurd, immer wieder bringt er die Halle zum Explodieren. 8 von 14 Dreiern traf er in seinen ersten beiden Spielen, eine Quote, die er natürlich nicht halten wird, es zeigt aber, was für große Entwicklungssprünge er als Pull-Up-Shooter und Werfer insgesamt in dieser Saison gemacht hat. Was mich gegen die Raptors so beeindruckt bisher, ist das Zusammenspiel mit James Harden, wie die beiden wirklich zusammen zaubern und sich die Arbeit am Perimeter teilen und wie sie so oft zusammen agieren. Immer wieder stellt Harden Ballscreens für Maxi, damit dieser Downhill gelangt, darauf haben die Raptors bisher noch überhaupt gar keine Antworten. Oder andersherum, Maxi für Harden, von dessen Gravity der junge Guard immer wieder enorm profitieren kann. Schaut mal in diesen Szenen, wie Harden immer anderthalb Defender bindet und das kannst du eben nicht machen, von Tyrese Maxi weghelfen, selbst ein kleines bisschen, da er gegen jeden Gegenspieler jedes Closer erfolgreich attackieren wird und dann nicht mehr zu halten ist. Dass Maxi sich vor unseren Augen zu einem dritten Star in Philadelphia entwickelt, ändert meiner Meinung nach alles für ihr Ceiling. Und auch James Harden gefällt mir richtig gut bisher. Sicherlich, die Tage, an denen er 35 Punkte pro Abend droppt und mit Iso-Ball-Gegner zum Verzweifeln bringt, sind weitestgehend vorbei, aber auch ohne das kann der auch schon 32-Jährige immer noch einen großen Impact haben. Man schaut auf die Stats und denkt sich, was ist mit James Harden passiert, aber schaut man das Game, dann sieht man immer noch diesen gigantisch großen Einfluss. Er ist weiterhin einer der besten Passspieler und Playmaker im Game, kreiert am laufenden Band offene Drive-and-Kick-Catch-and-Shoot-Reihe aus den Ecken für die Scharfschützen der Sixers. Mit gutem Spacing und sauberen 1 gegen 1 Sektionen bleibt er kaum zu verteidigen und er kann das Spiel so gut lesen, das verlernt man eben auch nicht. Hier seht ihr die Rotation der Raptors auf der linken Seite, Boucher hilft rein, OG's Momentum geht zum Eckenshooter, also macht er den richtigen Pass. Und auch an dieser Physis und der Fähigkeit Bullyball zu spielen hat sich nichts verändert, Harden ist wahrscheinlich nicht mehr an seiner absoluten Prime, aber weiterhin damn good. Gebt euch doch mal dieses Spielverständnis, die Raptors wollen Off-Ball switchen, wie sie es gerne tun, Barnes rennt in Embiid und Van Vliet zu Maxi, letzterer schläft aber kurz, Harden sieht und bestraft es dann sofort. Du kannst dir einfach wie hier Off-Ball keine Auszeit erlauben, Harden hat mit die beste Court Vision in der NBA. Und noch ein anderer Spieler hat einen echten positiven Impact auf die Sixers Offense und das kam in der Vergangenheit nicht so häufig vor, und zwar Tobias Harris. Effiziente 26 und 20 Punkte in den ersten beiden Spielen und was mir gut gefällt ist, wie stark er in seiner kleineren Rolle als klare Nummer 4 in der Offense hinter Harden, Embiid und Maxi spielt. Er nimmt ihnen den Ball nicht aus den Händen, er zwingt nicht wie häufig in der Vergangenheit schwierige ISO, Post-Up oder Elbow-Jumper. Da sind Catch-and-Shoot-Dreier mit dabei, attackierte Closeouts, wenn die Stars die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, viele Cuts, extra Pässe und dann gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten in den Second Units, wenn auch mal ein paar Short-Creation-Aufgaben übernehmen kann. Nun, das sieht alles schon wirklich schick aus, was die Sixers da offensiv zelebrieren, das Spacing, das Ball-Movement, diese extra Pass-Mentalität, der beste Spieler ist immer der, der am freiesten steht. Sie schießen die Lichter aus, die Stars kreieren Vorteile, die Rollenspieler erweitern diese und schlagen dann schließlich Kapital daraus. Und noch eine letzte ganz wichtige Sache, man gewinnt die Minuten ohne Joel Embiid und das ist ein richtiger Gamechanger. Das hat nicht nur was mit Harden, Maxi und Harris zu tun, sondern auch damit, dass Paul Reed die Backup-Center Minuten bekommt und nicht DeAndre Jordan, von dem ich leider bestens weiß, wie unspielbar er mittlerweile ist. Props an der Stelle also an Doc Rivers, der überraschenderweise das Coaching-Duell gegen Nick Nurse klar gewinnt bisher. Also, die Raptors müssen ganz dringend eine Antwort finden, sonst geht es nicht noch einmal zurück nach Philadelphia. Sicherlich hat man auch offensiv große Probleme gegen die bärenstarke Sixers Defense, aber kann man sie offensiv nicht einigermaßen ausbremsen, ist die Serie in 2 Spielen gelaufen. Ich habe euch ja meine beiden anderen Videos von gestern in die Endcard gepackt, einmal meine Analyse zum Instant Classic Game der Nets gegen Celtics und dann meine andere Analyse, wie die Heat, Trae Young und die Atlanta Hawks ausgebremst haben. Danke fürs Anschauen, bis morgen und macht's gut!